Die Flugzeugkatastrophe von Überlingen am Bodensee jährt sich heute zum 20. Mal. Damals starben 71 Menschen beim Zusammenstoß einer Frachtmaschine mit einem russischen Passagierflugzeug. Unter den Toten waren 49 Kinder und Jugendliche, die auf einer Auszeichnungsreise Richtung Spanien waren. Heute Abend soll der Opfer gedacht werden, doch für viele Angehörige bleibt der Weg nach Deutschland versperrt. Heute vor 20 Jahren passierte das Undenkbare. In 12.000 Meter Höhe stieß eine russische Passagiermaschine kurz vor Mitternacht mit einem deutschen Transportflugzeug zusammen. Niemand überlebte. Unter den Opfern auch viele Schüler. Die Tupolev war auf dem Weg nach Spanien, wo die Kinder Urlaub machen wollten. Auch die beiden Piloten des Frachtflugzeugs kamen ums Leben. In den letzten Jahren nahmen viele russische Angehörige an der Trauerfeier teil. Heute sind es aufgrund des Ukraine-Krieges nur ein paar wenige. Nicht alle, die kommen wollten, konnten kommen. Sie wissen, die Flüge sind eingeschränkt. Es geht nur über Istanbul momentan. Insofern werden wir unser Bestes geben, mit denjenigen, die hier sind, würdevoll den Opfern von damals zu gedenken. Dazu kamen verspätete Visaanträge sowie hohe Ticketpreise. Die Bewohner Überlingens hätten die Angehörigen gerne dabei, trotz des russischen Krieges. Das kann man nicht machen. Die haben doch damit gar nichts zu tun und Überlingen auch nicht. Ich denke, das ist ein Unglück, das ist eine menschliche Dimension und keine politische. Also insofern wäre eine Zusammenkunft sicher sinnvoll. Er ist an den Unglücksort zurückgekehrt, Taras Kostenko, an der Gedenkstätte in Überlingen. Er hat vor 20 Jahren bei der Katastrophe seine Schwester verloren. Auch nach so langer Zeit sitzt der Schmerz noch tief. Die Gefühle, die ich hier an diesem Ort, der Absturzstelle, empfinde, sind so, als ob sich das alles erst gestern zugetragen hätte. Jetzt, wo ich hier stehe, steigt in meiner Nase der Geruch von Verbranntem auf. Sobald ich hier an dieser Stelle bin, wird alles wieder unheimlich präsent. Man kann das nicht vergessen. Technische Mängel und menschliche Fehler führten vor 20 Jahren zu dem Unglück. Die Tragödie ist in Überlingen nach wie vor allgegenwärtig. Auch die jüngsten Überlinger erinnern an den Tag, an dem sie selbst nicht einmal geboren waren. Ich habe die Kinder halt gemalt. Aber alle sind gestorben. Es wäre auch ein bisschen schöner, wenn einer vielleicht überlebt hätte. Das soll wie so ein Friedenszeichen sein, dass sich alle gern gehabt haben und es ist halt sehr traurig, dass das passiert ist. Überlingen am 2. Juli 2022. Gedenken an eines der schwersten Flugzeugunglücke über deutschem Boden.